Gegründet wurde IPRH als Anbieter für Geschäftskunden Internetdienstleistungen im großen, in der großen Boomzeit des Internet mit Höhen und Tiefen und ist aber im Grunde seinerzeit oder seit damals immer moderat gewachsen mit vernünftigen Geschäftskundenbasis aus ganz unterschiedlichen Branchen, viele im Bereich Transport, Logistik aufgrund der Nähe zum Hafen, aber auch viele im Bereich Multimedia, neue Medien, klassische Medien und so weiter. Ja, IPRH bietet individuelle Rechenzentrumsdienstleistungen und andere Internetdienstleistungen für den B2B-Markt an. In den letzten Jahren konzentriert auf Rechenzentrumsdienstleistungen, Serverbetrieb, Aufbau von Serverfarmen und Ähnlichem, aber auch andere Bereiche des Internet, beispielsweise der Aufbau eines MPLS-VPN, einer Standortvernetzung, Netzwerk-Consulting und einfache Dinge wie Domain-Namen-Registrierung, beispielsweise einer mexikanischen Domain oder einer thailändischen Domain und Betrieb von virtuellen E-Mail-Umgebungen und so weiter. In unserem Rechenzentrum bieten wir viele unterschiedliche Services an. Angefangen beispielsweise bei einfachen Colocation-Dienstleistungen, Unterbringung von Equipment in einem Shared-Rack, geteilten, abgeschlossenen Racks, ganze Racks oder Cages. Aber darüber hinaus im Wesentlichen die Planung und den Aufbau von Systemen für Kunden, für Webanwendungen und so weiter, inklusive Datenbankumgebungen, Installation von Betriebssystemen einspielen, Patch-Management und so weiter, sodass wir ein großes Portfolio, sage ich mal, bereitstellen können von unterschiedlichen Dienstleistungen für den B2B-Markt. Die Besonderheiten neben den unterschiedlichen Services bei uns sind, dadurch, dass es ein relativ neues Rechenzentrum ist, sicherlich die Energieeffizienz, die Flexibilität im Bereich der Verkabelung, umfangreiche Klimatisierung und eine sehr hohe Energiewärmeabführung und Energieverfügbarkeit. Das Star-Audit, definiert eine große Anzahl von Punkten, die im Rahmen des Audits abgefragt werden, Schwerpunkte sozusagen, die für jemanden Dritten, wie zum Beispiel einen Interessenten oder einen Kunden, gut nachvollziehbar sind und die stets auch an den aktuellen Stand der Technik angepasst werden. Dass wir also beispielsweise bei einer Rezertifizierung in 2 Jahren dann auch sehen müssen, dass wir die neuesten Anforderungen an die Technik, Prozesse, Personal und so weiter auch erfüllen müssen. Und wir denken insgesamt, dass das Data Center Star Audit durch den Umfang der Punkte, die abgefragt werden, eine hohe Glaubwürdigkeit besitzt. Wir denken, es ist wichtig, als Planer eines neuen Rechenzentrums, aber insbesondere natürlich für den Betreiber eines bestehenden Rechenzentrums, den Blick zu behalten für Änderungen an der Infrastruktur, beispielsweise an dem Energiebedarf für Serversysteme und Ähnlichem, aber insbesondere den Blick zu behalten im Bereich der Energieeffizienz aufgrund möglicherweise weiter steigenden Energiekosten, aber auch im Bereich Energieverfügbarkeit. Für uns als mittelständischer Betreiber eines Rechenzentrums und der Bringung von Internetdienstleistungen ist es wichtig, eine glaubwürdige externe Aussage treffen zu können über die Qualität unserer Dienstleistungen und die Konzepte, die dahinter stehen. So hatten wir beispielsweise in der Vergangenheit Anfragen von Leuten, die gesagt haben, gut, es ist ein schönes Rechenzentrum und sie erzählen uns auch, dass sie gute Arbeit leisten, aber hat es irgendjemand mal unabhängig aufgeschrieben? Und jetzt haben wir den Beleg mit dem Data Center Star Audit und können sagen, dieses können wir leisten.